Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Talos Principle mit tollen, vielen neuen, ungelösten Rätseln, die mich wieder einmal zur neuen Verzweiflung bringen werden. Und das mit an wahrscheinlich grenzender Sicherheit. Und los geht's! Mal wieder. Adlernest? 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 Gibt's hier Gegner? Nein, hier gibt's doch keine Gegner. Flupp! Ich hab das einfach mal ausprobiert. Hat sich auf jeden Fall gar nicht falsch angehört, wenn ich ganz ehrlich bin. Hä? Ach so, da hat er nur den Strahl durchbrochen. Ach so, das... Ach so. Dann muss ich auch noch zügig unterwegs sein. Na, dann probieren wir doch mal was aus. Da waren doch, glaube ich, zwei Kisten, oder? Genau. Boah. Oh, da muss man aber echt flink sein. Egal, probieren wir es mal. Scheiße, das dauert doch so viel zu lange. Scheiße. Warum kann der... Das ist ja doof. Da ist dann auf jeden Fall der Ausgang. Würde ich mal ganz klar so... Boah, wie fies. Man ist eigentlich schon quasi da, ne? Und trotzdem kommt man da nicht drüber. Boah, der ärgert mich jetzt aber. Vielleicht. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, jetzt habe ich halt hier eine Kiste. Aber da bin ich auf jeden Fall nicht lang genug. Hm. Ja, ich will da hoch, Mensch. Hier war noch eine Kiste. Ich probiere das einfach mal aus. Auch wenn es zwar grundsätzlich hier in dem Spiel eher auch oftmals um wirklich vernünftige Gedankengänge geht. Ach, der war wahrscheinlich sogar genial, dieser Gedankengang. Ach, wie... Ja, wie geil. Hat tatsächlich funktioniert. Ja, alles Gute kommt von oben, ne? Da sind noch ganz viele Schriften, wahrscheinlich von links nach rechts zu lesen. Theorie, dieser Ort ist eine Art Reservat für die menschliche Geschichte und wir sind die bedrohte Tierart. Theorie, der Versuch, Antworten zu finden, bringt nichts als Schmerz. Sich nicht mehr zu kümmern, ist der einzige Ausweg. Theorie. Dieser Typ ist 100-mal so hilfreich wie du, Samsara, also halt bitte die Klappe. Theorie. Wir sind in einer Art Brutkasten und warten darauf, auszuschlüpfen. Oder wenn du wüsstest, wie wenig du weißt, würdest du hier sicher dich nicht entblößen. Sind auf jeden Fall mal alles Theorien. Weggeblasen. Aha, weggeblasen, okay. Da oben ist ein Ding, was angemacht werden kann, sobald das Ding aber weg ist.
Ja, das kriegen wir doch hin, oder? So. Hä? Ach so. So. Dann können wir damit schon mal arbeiten. Dann... Hör auf, soll es das echt gewesen sein? Hä? Eben, ich konnte mir das fast gar nicht vorstellen. Aber wie komme ich denn dahinter? Das ist natürlich jetzt die Krux an der ganzen Geschichte. Wie komme ich da jetzt quasi hoch, um hier in diese Lücke? Ach, wieder. Ja, ich... Nein, ich werde mich darum jetzt nicht kümmern. Ich werde mich darum jetzt nicht kümmern. Ganz einfach. Ich gehe jetzt direkt in den nächsten Raum. Was haben wir denn hier? Wusch! Einfach nur wusch. Das nützt mir gar nichts. Kann ich das irgendwo draufstellen? Scheiße, da wird das auch nur komplett weggeblasen. Kann ich kriechen? Geht das? Weiß jetzt gar nicht. Muss ich direkt mal nachgucken, ob ich kriechen kann. Tastatur und Maus. Nichts. Seitwärts, rückwärts, Sekundärwaffe benutzen, alternativ sprinten, dritte Person, vorspulen. Nein, ich kann mich nicht ducken. Wie fies ist das denn, dass man sich nicht ducken kann, ey? Ach, guck mal, hier ist auf jeden Fall der rote Strahl, mit dem man... Scheiße. Guck mal, der rote Strahl, mit dem man Scheiße machen kann. Ich glaube, die Kiste müsste ich mitnehmen, ne? Hui! Wo ist denn jetzt die Kiste? Ach, da. Scheiße, ich will ja an die Kiste daran. Nee, also wenn etwas unter mir steht, kann ich es auf jeden Fall nicht wegnehmen. Also da mit Gewalt vorzugehen, nützt leider gar nichts. Da ist eine Treppe. Ach. Wahrscheinlich. Warum kann ich das denn dafür nicht nutzen? Ist doch scheiße. Okay, also da, wo der blaue Strahl schon mal hingeht, ist auf jeden Fall... etwas zu finden. Leider. Wie hieß nochmal die Scheißaufgabe? Hui. Der blaue, der ist auf jeden Fall dafür zuständig. Wenn ich nämlich die zweite Kiste kriege, dann kann ich mich nämlich... Ups, wo ist er denn jetzt? Kann ich mich da quasi lang genug vorstellen. Und kaputt kann ich diese ganzen Mechanismen leider auch nicht machen. An diesem Ort dürfen jene, die sich als würdig erwiesen haben, den Rat meiner Boten suchen.
Aber sie werden ihre Weisheit nicht leicht preisgeben, denn deine Errungenschaften müssen deine eigenen sein. Was? Der Rat meiner gesegneten Boten muss verdient sein. Was? Bitte, wenn irgendjemand mit vernünftigen Ideen das hier lesen kann, ich könnte wirklich ein wenig Rat gebrauchen? Kein Bote wird dir helfen, bevor du seine Ruhestätte gefunden hast. Kehre erst dann hierher zurück, um Rat zu erbitten? Was? Hä? Was denn für ein... Also das da oben habe ich jetzt geschrieben? Und was denn für eine Ruhestätte? Wo soll ich denn die Ruhestätten finden? Hä? Ey, geht mir das auf den Sack. Ich kann mich nur nach links und nach rechts bewegen. Aber weder nach oben oder noch nach unten. So viel gibt es doch nicht hier, was man hier machen könnte. Was war denn dahinter? Da ist eine Leiter. Da ist dann 100... Da ist 100 pro auch noch ein Stern hinter. Ach, dann laufe ich noch einmal im Kreis. In der Hoffnung, dass ich da gleich die blendende Idee schlechthin habe. Ach, Mensch. Da komme ich tatsächlich... Tatsächlich nur lang, wenn ich das blaue Dingsbums erledigt habe. Aber die zweite Kiste würde ich schon sehr gerne mein eigen nennen dürfen sollen können müssen. Ich will die haben. Ach Mensch, ich kann da auch nicht zwischenstellen oder so, dass die... Ach Mensch, ey, so viel gibt es doch hier nicht. Ach, weißt du, wisst ihr was? Mach erstmal das nächste. Dumm. Oh, guck mal, nochmal zwei Nachrichten. Ich hab's begriffen, und was nun? Die einzig sinnvolle Aufgabe ist, den Aufgaben ein Ende zu setzen. Na toll. Ach scheiße, das war die letzte Ecke. Dann gehen wir da hinten nochmal rein. In der Hoffnung, dass mich nicht schon wieder hier irgendjemand anrennt oder so. Nichts übersehen. Sonnenschuss. Wir hatten Mondschuss und Sonnenschuss. Ich muss mal gucken, ob ich von der anderen Seite wieder reinkomme. Weil dann kann ich beide Kisten direkt hoch rüber schießen. Dum, 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 dum. Dip. Mal gucken, ob ich die auch gestapelt verschießen kann. Ach. So, da brauche ich nur einen. Und eins und zwei und hui! Der war ja wieder nicht schwer. Das verstehe ich nicht. Also manchmal ist diese Auswegung... Na, das war ja jetzt ähnlich wie der Mondschuss. Total simpel und einfach anzufertigen. Ach Mensch, gab es hier noch ein Rätsel, bis auf das Kackrätsel da hinten? Nein, tatsächlich, es gibt nur noch das eine blöde Kackrätsel da hinten. Ah! Dann werde ich mir jetzt erstmal den Text zu Genüge führen, ein weiteres Mal. Hier ist, was ich mich gefragt habe, während sie dort draußen Gebote gefolgt haben. Sie behaupten, dass Bewusstsein nur aus Neuronen besteht. Ich nehme an, dass Schmerz zum Beispiel nur eine bestimmte Nervenzelle ist, die auf bestimmte Weise reagiert. Würden Sie nun zustimmen, dass die Menschheit kein Monopol auf Schmerz besitzt? Ein Hund kann Schmerz erleiden,
wenn sie existieren würden, könnten sogar Marsmenschen Schmerzen haben. Klar. Und stimmt es nicht auch, dass sowohl Hunde als auch Marsmenschen sehr unterschiedliche Neuronenanordnungen als der Mensch haben? Das könnte man annehmen. Glaube ich auch. Ich bin mir sicher, dass es eine einfache Erklärung für all dies gibt. Aber wie kann es sein, dass, wenn Schmerz eine bestimmte Anordnung von Nervenzellen innewohnt, Wesen, wie zum Beispiel Marsmenschen, die diese Nervenzellen nicht besitzen, trotzdem Schmerz empfinden können? Doch, die besitzen die ja, aber die besitzen eine unterschiedliche Anordnung. Das hast du mich doch davor schon gefragt. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, egal wie sehr sie dann zweifeln. Eine andere Art Schmerz, und sie haben recht, Bewusstsein muss an etwas anderes als die bloßen Nervenzellen gebunden sein. Nö, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Ich versuche zu verstehen, was sie meinen, aber es ist nicht so einfach. Lassen Sie mich noch einmal versuchen, es Ihnen zu erklären. Nehmen wir mal an, Sie wären ein sich selbstbewusstes menschliches Wesen. Ich weiß, schwer zu glauben. Nehmen wir nun an, dass ich eine der Nervenzellen in Ihrem Gehirn mit einer winzigen Maschine ersetze, die genau dieselbe Funktion hat. Sind Sie immer noch selbstbewusst? Wenn die Nervenzelle die Maschine... Ja, würde ich mal sagen. Wobei das Ganze dann darauf hinausläuft, dass wahrscheinlich auch dann Maschinen... Das läuft darauf hinaus, dass dann Menschen auch Maschinen... Nein, dass Maschinen auch Menschen sein können. Aber wenn sie exakt dieselbe Funktion hat wie die Nervenzelle, ja klar, warum nicht? Wenn ich nun ein paar mehr ersetze und dann noch ein paar, bis sie schließlich mehr mit Maschinen als mit Neuronen denken, sind sie dann immer noch selbstbewusst? Ich wusste das. Also, ich finde das echt eine tricky Frage. Ich würde sagen, ja, solange die exakt die gleiche, also solange das eine komplette... Nee, eigentlich nicht. Nervenzellen sind immer... Nee, geht eigentlich gar nicht, weil Nervenzellen sind immer wandlungsfähig. Deswegen ist eigentlich meine... Nein. Sogar ich denke, dass das etwas extrem wäre. Wir könnten einfach so links und rechts Gehirnzellen zerstören und selbst dann hätte immer noch eine halbwegs gute Chance, am Ende bewusst zu sein. Aber wenn man ein paar winzige Maschinen in einem Gehirn einpflanzt, gehen sofort die Lichter aus? Sind Sie sicher? Nein, sofort nicht. Und was denken Sie, würde passieren, wenn wir alle Gehirnzellen austauschen? Sie wären dann ein gehender, sprechender, denkender Computer, aber laut Ihrer Theorie muss Bewusstsein aus Gehirnzellen bestehen. Also ist das Szenario, das Sie gerade beschrieben haben, unmöglich. Sind Sie sicher, dass Sie nicht zugeben möchten, dass Ihre Idee vielleicht nicht ganz wasserfest ist? Also was man den Entwicklern wirklich hier sagen muss, ist die Antworten. Also man hat ja nur vorgefertigte Antworten, von daher ist die Programmierung natürlich relativ einfach in Anführungsstrichen. Aber die Auswahl der Antworten, grandios, herrlich. Bewusstsein. Ja, aber trotzdem ist Bewusstsein... Boah, scheiße. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich den Betrüger nicht kenne. Dass ich nicht sehe, wie er durch die verborgenen Worte kriecht. Seine Weisheit ist leer und entspringt der Verzweiflung. Lass dich nicht von ihm in seinen Netzen der Täuschung verwirren. Glaube an mich und seine Illusionen werden verschwinden wie Albträume im Morgengrauen. Was? Wie? Wo? Was? Also, was war da jetzt, bevor die Stimme kam? Wie Bewusstsein ihnen so innig vertraut und doch so unverständlich sein kann, verstehe ich nicht. Und dann kam die Stimme von Elohim. Kann das sein, dass der Computer mit und Elohim sich nicht ganz einig sind?
kümmern Sie sich nicht um ihn. Er macht sich nur Sorgen, dass Sie vielleicht seine Masche durchschauen, wenn Sie zu viele Fragen stellen. Vertrauen Sie mir und es werden Ihnen ganz wortwörtlich nach oben keine Grenzen gesetzt sein. Also mit ganz oben meint er wahrscheinlich wohl den Turm ganz oben. Wie auch immer, ich hätte gerne, dass Sie über all dies noch ein bisschen schärfer nachdenken und sich dann bei mir melden. Ich bin mir sicher, dass wir noch weit kommen können. Beendet. Die drei Texte. Die bekannten drei Texte. Absender wieder Bob Rakowski. Und das Grundgerüst der Simulation läuft jetzt auf EL. Es ist noch nicht an das KI-System angeschlossen, aber theoretisch ist alles bereit. Ich denke, der nächste Schritt wird sein, zu testen, ob die generierten Szenarien sinnvoll erscheinen. Oder wollen wir warten, bis das Iterationsmodul... bis das Iterationsmodul irgendwas gemacht hat. Osiris 3. Die erste Wahrheit, sagte der Schriftgelehrte, ist, dass so wie die Welt aus 5 Elementen besteht, so besteht auch die Seele des Menschen aus ihnen. Wisse deshalb, dass du in diesem Leben Herz und Schatten und Name und auch Ka und Ba bist. Ohne all diese wärst du kein lebendiges Wesen, sondern ein Ding. Was ist ein Mann ohne Namen, der nicht von sich selbst sprechen kann? Was ist ein Mann ohne Schatten, der nicht in dieser Welt verankert ist? Was ist ein Mann ohne Herz, der weder fühlen noch denken kann? Was ist ein Mann ohne Ka, der keinen Kern besitzt? Was ist ein Mann ohne Ba, der nicht er selbst ist, sondern wie ungeformter Lehm? Darum solltest du Osiris preisen, den König der Ewigkeit, den Herrn der Unendlichkeit, den ältesten Sohn des Schoßes der Nut, er, der Millionen von Jahren in seinem Leben zurückgelegt hat. An dieser Stelle lässt der Übersetzer offensichtlich seine eigenen Ansichten in den Text einfließen. Rechter Krieg, Auszug. Demokrates Alter oder über die gerechten Ursachen für den Krieg gegen die Indianer von Juan Gines de Sepúlveda. Geschrieben im Jahre 1547, um die spanische Eroberung Amerikas zu rechtfertigen. Die Spanier haben das volle Recht, diese Barbaren der neuen Welt, die in ihrer Menschlichkeit den Spaniern so unterlegen sind wie Kinder, Erwachsenen oder Frauen den Männern. Denn zwischen diesen beiden, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, gibt es solch einen großen Unterschied wie zwischen Affen und Menschen. Vergleichen wir nun diese Gaben mit denen dieser Halbmenschen, in denen sie kaum Spuren von Menschlichkeit finden werden und welche nicht nur Bildung jeglicher Art fehlt, sondern die auch Analphabeten sind und menschliches Fleisch verzehren. Wenn sie demnach versuchen, sie sagen wir nicht unserer Herrschaft, sondern sagen wir stattdessen zu einer weniger harten Knechtschaft herabzusetzen, dann wird es nicht schwer für sie sein, ihren Herren zu wechseln. Also, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, verstehen sich jetzt Elohim und, ich meine, der Computer ist Samsara, ich glaube, die beiden verstehen sich nicht so wirklich und mal schauen, wie sich das Ganze noch während des Spiels entwickeln wird. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play The Talos Principle. Bis dahin, euer Gabo, ciao.